Willkommen zurück bei Rift in der Wundwaldregion. So, wir machen hier unsere kleine Questreihe weiter und haben hier zum Beispiel erstmal noch ein bisschen Holz zu farmen und werden uns dann auf den Weg machen zur nächsten Queststelle. So, das ist dann hier unten die Ecke. Da müssen wir Narbenhautkeulen sammeln. Okay, klingt lustig. So, ups. Nein, Wölfe wollen wir jetzt nicht haben. Angeln gehen wir jetzt auch nicht. Aber wir sind gleich. Ach, ich sehe gerade, ich kann noch eine tägliche Belohnung abholen. Doch nicht. Doch. So, okay. Also, hier müssen wir also irgendwas killen, um Keulen zu bekommen. Das nicht. Ah. Nabelhaut Pirscher. Macht hier sogar mal Sinn. So, ups. Okay. Aber anscheinend hat wieder nicht jeder Pirscher eine Keule. Also ich meine, eigentlich hat er ja vier, aber na, ich frag lieber nicht weiter. So. Gut. Also, wir haben es gelernt, nicht jeder Pirscher hat eine Keule. Mehr bleibt dazu, glaube ich, nicht zu sagen. So, immer noch nicht. Da unten ist erstmal noch so ein komisches Blümchen. Ach komm, Tank, kümmere dich mal um den Spieler. Heulen 1 von 6. Wow. Zweite Keule. So, was haben wir jetzt hier oben? Da ist irgendjemand mit Tank. Okay, der kann einfach so durch die Viecher durchgehen. Oh, nicht schlecht. Und die nächste Keule. Es läuft doch. Haben schon drei. Noch ein Blümchen, was wir sammeln müssen. So, wo ist der nächste? Da ist der nächste. Oh, da ist der gefallene Wächtersoldat. Werden wir uns doch da gleich mal in die Richtung noch bege. Autsch. Geben. Bin ich wieder mal froh, dass es keinen Fallschaden gibt. Und da ist mir da noch eine weitere Quest. Was für eine Quest hast du noch? Begebt euch zu Kains Kommandoposten. Marschall Kain benötigt den Panzerhandschuh des Vigili-Anhängers. Okay. Und dann ist aber hier, glaube ich, noch das. Genau, perfekt. Wo ist er? Ach, da ist er. Schönes Tierchen. Oh, hat auch sogar so noch einen Ding gehabt. Sehr schön. So, fehlen uns bloß noch zwei. So, noch zwei Pirscher finden irgendwo. Und dann haben wir eine ganze Ecke zum Abgeben. So, bist du ein Pirscher? Du bist ein Pirscher. Ihr seht ja hier, sieht schon wieder ziemlich abgeschlossen aus. Fünf. Und bist du der Letzte? Vielleicht kommen wir hier auch auf dem Gebiet irgendwo mal hin, wo es einen Teleporter gibt. Wir könnten nämlich mal dringend gebrauchen, unsere Taschen leer zu kriegen. Rippchen, war ja klar. Ihr seht, es sieht ziemlich voll aus. So, was haben wir denn jetzt hier? Irgendwas, was wir nicht brauchen. Irgendwas, was wir nicht brauchen. Das ist immer so. Ja, was brauchen wir auf jeden Fall nicht. Im Moment. Sag mal, wo ist es? Gibt's hier keine Schleicher mehr? Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Porsche meine ich, wenn ich Schleicher sage. Ausgewichen. Oh, nicht schlecht. Jungs und Mädels, gebt mir doch mal die scheiß letzten.
Eulen. Super. Jetzt, wenn ich hoffe, dass er ein Stückchen hochkommt, da tankst du den da unten. Du bist doof. Na gut. Okay, wir haben alles. Auf geht's zurück. Hier gibt's sogar eine Straße. Wow. Kurz noch ein Blümchen pflücken gehen. Das weg. Und was kann man noch wegschmeißen? Was kann man noch wegschmeißen? Ist eine sehr gute Frage, was wir noch wegschmeißen können. Schmeißen wir das noch weg. Ihr seht, deswegen versuche ich krampfhaft langsam einen Punkt zu finden, wo ich zurück in die Hauptstadt fliegen kann. Oder porten kann, um meine Taschen leer zu kriegen. Aber ich glaube, da ist jetzt wenigstens ein Händler beim nächsten. Oder bei dem Punkt gewesen. Da können wir wenigstens so diese nervigen Crap-Sachen verkaufen. So. Freistadtwache. Wache. Wache. Ist hier kein Händler? Ist mich veräppeln? Ist kein Händler. Oh Mann. Na gut. Oh, das ist ja wirklich ein wundervolles Stück. Ihr seid also, das wärt ihr selbst fast filetiert worden. Ja. Aber nur fast. Oh, das ist wundervolle Sch was? Schlamm, Borten, Wedel und Schnapp, Pranken, Beeren. Die sind genau richtig. Wenn ich die in den Eintopf gebe, sollten genug für alle da sein. Naja, viel Spaß. Nun, ich will verdammt sein, aber es ist mir egal, welche anderen Heldentaten ihr in eurem Leben verbracht habt, Sir, aber eine Nacht mit Fleisch für meinen Kumpel und mich ist in meinen Augen der Stoff, aus dem Legenden sind. Jo, na gern doch. Doka, der kurze Savili im Nabenhaut-Feldposten bittet euch, Essen für die Truppen nach Westen zu Fedor Savili bei Kains Kommandoposten zu liefern. Das klingt nach einem größeren Punkt. Na, gucken wir mal. Ach ne, halt, Westen ist ja da. Und da ist doch der Porticulum. Haben wir hier unsere Bailey wahrscheinlich mit dem Schließen. Genau, Risse und Invasoren und hier. Oh, das ist eine Quest abgeben. Wo ist der andere erstmal? Ach, hier ist ein Fischhändler. Okay. Sollte es hier nicht irgendwo? Na egal, geben wir erstmal ab. Fedor Sevili. Ah, der Koch. Ich muss des Lebensmittelkisten wohl vom Kurzen stammen, oder? Er hat sich als Kompaniekoch leider überhaupt nicht bewährt. Hallo? Möchtest du meine Quest abgeben? Danke. Komm, geh doch einfach mal sterben. Zwei von 18, okay. So, da ist noch einer. So. Jetzt kann ich mir meine Charaktere wieder zusammensuchen. Möchtest du hier Risse? Ach, das sind die Risse, okay. So, hier ist der Chef. Nikos Anja wollte die Pumpen in der Schafklingenmühle untersuchen. Vermutlich wurde der nahe erschlagen, aber bevor sie ihn abschließen konnte. Jo, na dann kümmern wir uns da mal drum. Schließen. So, Nikos, haben wir abgegeben, so. Fedor Sevili hat vorgeschlagen, dass ihr mit dem Donal Sumtor Hauptmann Lidisco und Sir Martin Mysol in Kains Kommando sprechen sollt, okay? Nummer 1. Ich bin kein Soldat, ich bin Marshal Kains persönlicher Assistent. Ich kümmere mich um die Verwaltungsaufgaben hier im Lager, sodass er sich besser auf seine militärischen Angelegenheiten konzentrieren kann.
Er ist ein harter Kerl, aber er schätzt Männer und Frauen, die ein Ziel vor Augen haben, beeindruckt ihn und ihr gewinnt einen mächtigen Verbündeten. Das bin ich, Sir. Das Herzstück der Kampfkraft von Marsha Kane sind wir, sein innerster Kreis aus Rittern und Offizieren. Okay. Marsha Kane brachte die 12. Wache hierher, um einen besonderen Auftrag zu erfüllen, den er von der Vigilie selbst erhalten hatte. Jedoch nahmen die Aktivitäten der Kultisten dieser Gegend erheblich zu. Okay. Das sollte helfen. Es arbeitet sich leichter zusammen, wenn man einander mit dem Vornamen anredet. Ist ein Gesichtspunkt, den man haben kann. Ich hab keinen Platz. Ritter, Ritter. Quartiermeister. Ah, so. Doch schon mal ein bisschen mehr Platz. So, weiter geht's. Wie lange haben wir noch Zeit? 3 Minuten. Okay, dann nehmen wir noch ein paar Quests an. Hauptmann Lidisco hat euch gebeten, Scherben, Clown, Pirscher und Borkenborstenhauer in der Granitwaldgegend zu besiegen. Jo, das dürfte jetzt kein Ding sein. Gregory Bartnell bittet euch, Schwarzhauenwölfe in den Granitwaldgegend zu schwächen und sie mit dem Kontrollhalsband unter Kontrolle zu bringen. Führt sie dann zu ihm in Kains Kommandoposten. Das wird lustig, schätze ich mal. Volspiridon stellt euch vor die Herausforderung, kein Jagdabzeichen zu sammeln, indem ihr die verschiedenen Jagden in der Wundwaldregion erfolgreich abschließt. Sprecht mit den Jägern in Kains Kommandoposten, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Okay. Okay, was ist das jetzt hier? Ah, okay. So, was haben wir jetzt noch hier rumturnen? Meisterfischer, Überlebenskünstler, Fischhändler? Da ist eine Blume. Und dann probieren wir doch gleich mal so einen Wolf noch einzufangen. Mit weniger als 40% Gesundheit. Das war irgendwie semi-optimal. Da ist ein Wolf. Okay, das ist der erste. Zweite. Und das ist der dritte. Jetzt müssen wir die Bus noch irgendwie zurück zu dem Typen bringen. Kommst du? 1, 2, 3. Dann können wir das schon wieder abgeben. Wo ist der Typ? Hier. Hallo? Hä, ich hab die doch abgegeben. Zähmt? Keins bringt die ungezähmten Wölfe zu Correggs Bartell zurück. Hab ich doch gerade gemacht. Noch einen. Ne, du bist kein Wolf. Ups, das war zu schnell tot.
Das war zu schnell tot. Kurz Holz einsammeln. Du kommst her, du blödes Vieh. Na, also geht doch. Also geht's zurück. Du bleibst hier. Und damit ist nämlich unsere Folge auch beendet, wenn wir jetzt diesen Wolf noch zurückgebracht haben. So, perfekt. Wolf zurückgebracht, Quest beendet. Zweimal hier aufzutauchen, wenn Sie sehen, dass wir den einen oder anderen Wolf auf Streif schicken. Jo. Daher danke ich jetzt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.